Wir sind der Half Minute Hero, da zeigt die Zeit niemals Zero. Half Minute Hero, Zeit niemals Zero. Let's go! Hey ho Leute und willkommen zurück zu Half Minute Hero, wo wir einfach mal direkt in Quest 26 die Inselburg steigen. Ich nehme an, danach kommen wir wieder zusammen mit der anderen Quest. Wir werden sehen. Hero 30, Episode. Komm, runter, 26. Perfekt. Ein cooler Mann mit Hut. Ich bin der Graf des Landes und der Burgherr. Und obendrein der elegante Stalabörterwächter. Es ist jetzt an der Zeit, diese ultimative Magie, die mich der komische Magier gelehrt hat, auszuprobieren. Doch laut diesem Magier gibt es einen besonders flinken Reisenden, der mich an der Ausübung dieses Zaubers hindert. Aber ich habe da genau die richtige Idee. Ich reiße einfach die Brücke zu meiner Burg mit einem Elektrogewitter ein. Bitte was? Und zwar alle. Tralli tralla. Bitte was? Stopp! Der kannst du schon wieder, setzt dein Bösewicht die Zerstörungsmagie ein. Ja, passiert ja nicht alle 2 Minuten. Ich kann seine dunkle Präsenz auf der Insel spüren. Der Bösewicht hört auf den Namen Dantes und ist seines Zeichens ein Graf. Viel weiß ich nicht über ihn, außer, dass er sehr eitel... Ja, richtig eingebildet. Eitel ist. Richtig eingebildeter Typ. Ah, das sind 2 Sätze. Also viel Glück. Schnapp ihn dir. Bin ich jetzt Pokémon Hunter? Gonna catch 'em all. Und so. Ich glaube, er hat gerade eine Brücke kaputt gemacht. Mindestens 1 Brücke. Jetzt sind mindestens 2 Brücken kaputt. Ich glaube, ich muss essen. Was dauert denn nur so lang? Meine Frau ist zum Dorf im Norden Waren besorgen. Aber das dauert jetzt schon so seltsam lange. Sag mal, Reisender, falls du zum Dorf im Norden gehst, würdest du für mich mal nach dem Rechten sehen? Der Graf erwartet heute seine Lieferung. Die muss er kriegen, bevor der Tag rum ist. Ja. Reklame an sie. Sei immun gegen Blitze. Der Gewitterhut jetzt im Angebot. Hier gibt's gar keinen Gewitterhut mehr. Leichte Mahlzeit. Und Zeit noch nicht zurücksetzen. Wir brauchen den Gewitterhut. Kommen wir den, wenn wir früher hingehen? Jetzt gibt's ihn nicht. Okay. Beten? Gibt's ihn jetzt? Nö. Dann gehen wir mal in den Norden. Und schauen mal, ob wir da irgendwas finden. Irgendwas, was nach einem Dorf aussieht. Im Loch im Norden ist jede Menge Seegras, aber du kannst es nur einmal pro Tag ernten. Im Norden gibt es einen riesigen Einsiedlerkrebs. Du weißt, was ich meine, wenn du ihn siehst. Okay. Und Kraut. Warum will ich denn... das Seegras ernten? Warum will ich diesen Krebs töten? Lauter Fragen. Bitte stirb. Ich hatte ein bisschen Angst, dass der Krebs einfach nicht stirbt. So, wir essen das Kraut. Nehmen uns noch eins mit. So, können wir jetzt nicht einfach darüber gehen? Die Katze erhält Gewitterhut. Okay, jetzt müssen wir noch zu dem Dorf im Norden. Das sollte dieses hier sein. Wunderbar, du hast es geschafft. Bitte was? Du, sag mal, es ist ja quasi auf dem Weg. Könntest du das also meinem Mann im Süden bringen? Ja, das klingt spitze. Hinter der Höhle wartet die Stärkung. Einmal pro Tag und für 15 Sekunden. Okay. Langustenkuchen. Ja, nein, gerade nicht. Danke. So, was für eine Stärkung bekomme ich da? Power-Up-Mahlzeit. Okay. Müssen wir schauen, dass wir unten noch zum Dorf kommen. Die Zeit nochmal zurücksetzen.
Schauen wir erstmal hier, was sie zu sagen hat. Ich bin Barbara. Ach, du schon wieder. Brauchst du schon wieder meine Hilfe? Wenn ich dir im Kampf beistehen soll, kostet dich das 250 Gold. Ja, lass uns von Barbara einfach mal helfen. Sehr schön. Also brechen wir auf. Ich meine, sie hat eine ziemlich männliche Stimme gerade gehabt, aber... Sie ist halt ein Tier. Beziehungsweise, bevor ich irgendwas anderes mache, würde ich gerne erstmal hier in den Süden das Ding wegbringen. Sprechen. Wow. Das ist es. Der Hut macht dich immun gegen Blitze. Hör mal, Reisender. Gehst du mit mir zusammen zur Burg? Wenn wir zur Schleuse im Norden gehen, wird uns der Kraft durchlassen. Okay, aber ich will nicht durch die Schleuse eigentlich. Ich wollte eigentlich hier oben das Futter holen. So, Zeit zurücksetzen. Und auch nochmal, naja, wir brauchen gar nichts essen. Wir essen doch sowieso gleich. Was will ich überhaupt essen? Vollidiot. Power up. Okay. Ich habe das Gefühl, diese Mahlzeit ist ein Troll. Hier drüben. Hallo, guter Graf. Ich komme mit der Ware. Okay. Gut. Jetzt muss der Hut nur noch zur Burg gebracht werden. Bis dann. Ich verlasse mich auf dich. Ach, wir sollten eigentlich den Hut holen. Das sagt uns die Frau, aber den Hut haben wir schon geholt. Großartig. Endlich soll er mein sein, der Gewitterhut. Der ist unter feinen Leuten gerade der letzte Schrei. Ihr hattet vorhin eine andere Stimme. Ich weiß sie aber nicht mehr. Sag mal, das Ding da auf deinem Kopf ist nicht wirklich der Gewitterhut. Jetzt will ich ihn nicht mehr. Behalt ihn doch, wenn du willst. Moment mal. Ich sehe zum ersten Mal. Normalerweise stellt jemand anderes die Sachen her. Du bist nicht etwa... Du bist doch der Kerl, der mich mit meiner an meiner Magie hindert. Oh nein! Wow. Uff. Ohne diesen komischen Hut hätte ich gewonnen. Dieser Hut ist voll merkwürdig. Der Katzi. Vorhin hat sie noch eine männliche Stimme. Mit dir hat man ganz schön viel Arbeit. Doch ich verdiene gut an dir. Also was soll's. Reiß dich das nächste Mal aber zusammen. Das hier habe ich vorhin in der Burg gefunden. Für dich, damit du stärker wirst. Man sieht sich. Ciao, Barbara. Die Katze hält Prinzenkrone. Wow. Nice. Entschuldigung, ich muss gerade an diesen... Ja, ihr kennt das bestimmt. Aber ich muss schon sagen, die Bösewichte werden wirklich von Mal zu Mal böser. Das kann eigentlich nur bedeuten, dass wir Noir nicht auf, dicht auf den Fersen sind. Also dann, Tikatzi, gehen wir. Die nächste Burg wartet schon. Wir werden von Mal zu Mal böser. Ja, ja. Im Anfang waren noch alle voll nett. Bruckenlos. Was war das zweite Achievement, was ich nicht bekommen habe? Mimimi. Ach ja. Oh, mir macht dieses Spiel einfach echt Spaß. Ich hoffe euch auch. Eine Burg von Brücken umgeben. Mit der Zeit zerstört der Bösewicht Brücke für Brücke. Eine ausweglose Situation ist das. Oder doch nicht? Dreh einfach die Zeit zurück, dann klappt's. Die Göttin der Zeit ist eben unbesiegbar. Nächstes Mal behält 30 mächtige Schwingen. Wenn du verstehst, was ich meine. Bitte was? Gut gemacht, immer weiter so. Gewusst wie, hättest du dieses gewisse Item, könntest du schnurstracks zur Burg. Ich hab alles. Hey Katzi, du siehst immer so furchtbar beschäftigt aus. Ich bin ja auch furchtbar beschäftigt. Die Legende besagt, dass irgendwo hier das Drachenvolk lebt. Ich würde so gerne mal auf einem Drachen fliegen. Mächtige Schwingen, okay. Wir sind fast wieder am Anfang, ne? Ist ja krass. Bis am Ende sind wir wieder auf der ersten Map. Ich sehe es schon kommen. Episode 27. Ja, ja. Mimimi. Was bist du? Puh. Er hat ganz schön Schwierigkeiten gemacht.
weiß nicht, was für eine Stimme ich ihm geben will. Wir machen das mal episch. Doch hiermit sind nun alle beseitigt, die dieser Burg gefährlich werden könnten. Jetzt kann ich in aller Ruhe die Zerstörungsmagie wirken. Ich mach bestimmt voll lustige Grimassen dabei. Bitte was? Das ist schon wieder ein Bösewicht erschienen. Die Zerstörungsmagie wird von hier aus gesehen im Norden gewirkt. Nur einen Kilometer weit oben. Hier oben. Wow, ganz schön weit weg diesmal. Und sie der Wasserantik hat sie. Die Burg ist komplett vom Meer und Bergen umschlossen. Was machen wir denn da jetzt? Wenn du fliegen könntest, wärst du natürlich Mut rüben. Versuchen wir also erstmal einen Weg zu finden, wie du zu der Burg gelangen kannst. Also auf geht's. Wir werden auf dem Drachen fliegen. Ich bin dann wie Daenerys Targaryen. Okay, Entschuldigung. So. Ich habe im Osten etwas Großes aus dem Himmel fallen sehen. Wenn du verstehst, bitte was? Kreiselschneckchen. Und Beben. Da unten geht's nicht weiter, okay. Ich war mir nicht sicher. Da glitzert irgendwas. Ich treff's nicht. Da liegt der Drache bei den Bäumen. Mein Name ist Sildonix. Ich habe im Kampf gegen den Bösewicht verloren und bin in letzter Kraft hierher geflüchtet. Ich habe nicht mehr die Kraft, mich zu bewegen. Mensch, wenn wir verletzt sind, vertilgen wir Drachenblätter, um uns zu heilen. Kannst du zu dem Baum im Norden gehen und welche für mich holen? Natürlich. Weiß nicht, ob ich die Zeit dazu habe. Das mit der Zeit wird echt problematisch. Wie soll ich denn so schnell da hochlaufen? Bestimmt gab es irgendwo ein DLC oder so, der die Zeit langsamer vergehen lässt. Oder ich bin einfach langsam. Ja, diese Möglichkeiten gibt es. Der Katze hat einen Drachenblatt gepflückt und sicher verstaut. Oh, danke. Jetzt kann ich wieder fliegen. Also gut, lass uns aufbrechen. Okay. Höre, Mensch, auf dem Weg zur Burg liegen Dörfer. Hier. Und hier. Du gehst besser dort ein, bevor es zur Burg geht. Was du auch noch wissen solltest, der Bösewicht hat meine Artgenossen in seine Gewalt gebracht. Willst du sie aus dieser misslichen Lage befreien, bevor du dem Bösewicht den Kampf ansagst? Bitte. Ja, wenn du mir sagst, wo? Achso, ich würde gerne auf dir fliegen. Oh, die Ansicht schaltet um. Oh, ich liebe es. Oh, ist das cool. Oh, ich liebe es. Ich würde gerne hier noch ein bisschen Gegner töten. Noch ein Schneckchen essen. Beten. Und los. Hier mal schnell reinschauen. Königsschild, habe ich das nicht schon mal? Wir kaufen es uns einfach. Weil. Und so. So, hier oben müsste noch irgendwo ein Dorf sein. Ich habe Stimmen beim See gehört, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie von Menschen stammen. Also sind da Drachen. Gut, danke für deine Hilfe. Was zur Hölle sind das denn? Wo muss ich denn hin? Also oben geht's zur Festung vom... Weißt du, ich sehe schon, wie ihr euch alle aufregt. Warum bist du, Idiot, nicht einfach schneller zur Stadt gegangen? Ich glaube, hier ist eine Höhle. Da wollen wir, glaube ich, rein. Ich glaube, wir wollen in diese Höhle. Wer bist du? Der Herr Hyatt hat mir aufgetragen, diese Posten zu verteidigen.
Wenn du Drachen retten willst, musst du also erstmal an mir vorbei. Okay. Ah. Ah. Ihr kommt, um mich zu befreien? War das der Einzige? Sildonix, danke. Und auch dir, Mensch, danke. Einer von uns wird aber immer noch festgehalten. Ihr müsst sie retten. Oh, da ist noch eine Höhle. Ein Drache? Wie kann das sein? Der Drache wird sich über dich doch besiegt. Pah, aber das ändert nichts an der Sache. Nur zu, an mir kommt ihr eh nicht vorbei. Warum lispeln sie ja nicht alle? Das ist so ein Ding, was Dämonen halt haben. Wer bist du? Wer ist da? Bist du Sildonix? Genau. Du hast mich gerettet. Danke, Sildonix. Und auch dir, Mensch, danke. Ich bin die Letzte, die sie eingefangen haben. Übrigens, ich habe da ein Gerücht von den Monstern aufgeschnappt. Ich weiß nicht, ob ihr es irgendwie nützlich sein könnt, aber irgendwo in diesen Gefilden soll ein verfluchtes Paar Schuhe versteckt sein. Ich verabschiede mich dann mal. Ich wünsche euch noch viel Glück. Irgendwo sollen Schuhe versteckt sein. Danke für diese Info. Ja, das kennen wir schon. Kraut brauche ich gerade gar nicht. Doch nur Heilung. Moment, hier unten gab's noch eine Höhle, ne? Ich bin derjenige, welcher an diesem Ort über den Duellbeinschutz wacht. Und nun dann, Mensch, Drache, ich werde darüber entscheiden, ob ihr würdig seid, dieses verfluchte Objekt benutzen zu dürfen. Okay. Ausgezeichnet. Wie es scheint, seid ihr würdig, den Duellbeinschutz einzusetzen. Natürlich. Doch wisset eins. Für denjenigen, der diese Schuhe anlegt, ist es aus. Für denjenigen ist es aus und vorbei, damit aus Kämpfen fliehen zu können. Ja, warum will ich denn aus Kämpfen fliehen? Was willst du überhaupt von mir, Digga? Ich hab kein Kampfwerk, ey, ich schwör. Hey, darf ich da rein? Danke. Oh, ich hatte kurz Angst. Beten. Essen. Nehmen. Töten. Hochfliegen. In Burg gehen. Bist du nicht der Drache, den ich erst kürzlich vernichtend geschlagen habe? Bist du sicher, dass du das tun willst? Ich habe deine Artgenossen in meiner Gewalt. Deine Artgenossen sind dir also egal? Was für ein niederträchtiger Schachzug. Tja, nur dumm, dass ich meine Artgenossen bereits gerettet habe. Also mach dich auf was gefasst. Hehehe. Interessant. Egal, es kommt so oder so aufs Gleiche raus. Ja, da fehlt ein O. Also gut, möge der Kampf beginnen. Okay. Darf ich noch S drücken? Pah, das ändert auch nichts. Der weite Himmel gehört ganz allein mir. Ja. Entschuldigung. Manchmal geht's mir so mit mir durch, weißt du? Hey, Mensch. Das war äußerst beeindruckend. Ich hätte nicht gedacht, dass du diesen Bösewicht bezwingen kannst. Dank dir sind auch meine Artgenossen in Sicherheit. Hier ein kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Ich stehe dir auch gerne noch ein Weilchen zur Seite. Yay, wir haben einen Drachen. Eisschild. Okay. Nice. Mach immer nice. Entschuldigung. Ganz hervorragende Arbeit, Tegazi. Wie war sein Name? Sildonix? Das war ja ein echter Gentleman von einem Drachen. Da bin ja sogar ich echt mal blatt. Jetzt könnten wir Noah jedenfalls auch durch die Lüfte verfolgen. Also machen wir uns ans Werk, Tegazi. Nicht mehr lange, dann haben wir Noah. Yay. Beides bekommen. Nice. Aufsteiger und Fluchschule. Entschuldigung. Ich mache gerade gerne Geräusche. Tut mir leid. Die Burg des Bösewichts war von keiner Seite zugänglich. Und dennoch dorthin
zu gelangen, suchte Dekazir einen Drachen. Er heilte die Wunden des angeschlagenen Sultonix und flog mit ihm schnurstracks der Rettung der Welt entgegen. Nächstes Mal bei Held 30. Leb wohl, Räuber-Trio. Ah, wir treffen das Räuber-Trio wieder. Hab ich nie gesprochen. Na, egal. Na gut aus, jetzt nur nicht nachlassen. Ja, ich weiß doch. Gewusst wie, irgendwie wo ist dir ein verfluchtes Paar Schuhe versteckt. Ja, ich weiß. Ich hab's. Muss traumhaft sein, auf einem Drachen durch die Lüfte zu fliegen. Möchte ich nachher auch mal machen, okay? Ich hab da vorne schon das Räuber-Trio gesehen. Ja, bloß auf der Hut, Katze. Okay, also machen wir beim nächsten Mal die Quest Leb wohl, Räuber-Trio. Aber für heute war es das. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.